Sehen Sie jetzt die 100 unfähigsten Polizisten des Nordens. Chef, haben Sie vielleicht unseren Dienstwagen irgendwo gesehen? Das sind übrigens Platz 1 und 2. Bin ich jetzt Platz 1 oder 2? Also ich bin bestimmt Platz 1, oder? Raus! Sehen Sie jetzt Dennis und Jesko, die Sketchköppe. Norddeutschland, Perle des Nordens. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch ein Land, in dem die Sonne nie untergeht, bis auf abends. Das Dörfchen York im alten Land. Perle des Nordens und Heimat des norddeutschen Superhelden Super Manfred. Und jetzt, liebe Zuschauer, das Toastbrot so lange im Toaster lassen, bis es richtig schön knusprig ist. Und dann einfach nur rausnehmen. Mmh, so einfach. Währenddessen in Dörpmüllers Friseurstübchen. Eine Katastrophe bahnt sich an. Erna Knutzen, eine hilflose alte Dame, wurde unter der Trockenhaube vergessen. Hallo? Doch Super Manfreds Supergeruchssinn hat die Lage bereits erfasst. Was riecht denn hier so verbrannt? Ach so, der Toast. Oh Mann, Super Manfred, riech noch mal genau hin. Ach so, Trockenhaube, hilflose alte Dame, alles klar. Moin. Mein Gott, was ist der hier heute geworden? Hey, Super Manfred! Hallo! Für Erna Knutzen wird es langsam brenzlig. Hallo. Doch Super Manfred ist schon ganz in der Nähe. Wie geht es nun weiter? Wird Super Manfred die alte Dame... Ist es vielleicht ein Hustenbonbon? Nein, es geht schon. Na gut, wenn du gerade eine da hast. Oh, super, danke. Warte mal, ich versuche mal, mir einen rauszunehmen. Oh nee, ich habe ja keine Arme. Naja, kümmere dich mal nicht um mich. Rette lieber die alte Dame. Na gut, aber pass auf dich auf, ne? Ja. Keine Sorge, ich rette sie. Mein Gott, was ist der junge Dicke geworden? Der Norddeutsche Rundfunk, Perle des Nordens und Wirkungsstätte legendärer Fernsehpersönlichkeiten wie Hans-Joachim Friedrichs, Dagmar Berghoff und Walross Antje. Hier links im Bild. In diesem Studio moderieren Florian B. Brettschneider und Claudia Mommsen die Sendung Moin Moin um 9. Die beiden ergänzen sich perfekt. Florian hat Auslandserfahrung, Claudia Zellulite. Ja, so ist es. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 14.32 Uhr und hier ist Moin Moin um 9. Wieder mal mit spannenden Themen und tollen Gästen. Demotivationstrainer Winfried Schafbecker wird bei uns sein und sein neues Buch vorstellen. Joko, du schaffst es nicht. Aber zunächst die News mit Joe Brauner. Und damit weiter zu Florian. Und weiter geht's mit Claudia. Danke, Florian. Und wieder zurück zu Joe. Und damit weiter zu Claudia. Danke. Und wieder zurück zu Florian. Kennen Sie das?
Da nennt man seinen Kameramann einmal fette Tunte und schon ist er eingeschnappt. Hey! Hey! Um solche Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt sich die Lektüre dieses Buches So gelingt Kommunikation. Und der Autor ist heute bei mir, Professor Elmar Kohlhase. Schön, Guten dass Sie Abend. Da sind. Wie gelingt Kommunikation? Ich freue mich auch, hier zu sein. Wie gelingt ich habe die Frage nicht verstanden. Wie gelingt Kommunikation? Wie gelingt Kommunikation? Nun, wie ich in meinem Buch So gelingt Kommunikation dargestellt habe, ist gelungene Kommunikation in erster Linie eine Frage des Zuhörens. Haben wir verlernt zuzuhören? Das Problem zuzuhören? Der modernen Gesellschaft ist, dass die Leute verlernt haben. Das wollte ich gerade fragen. Haben wir verlernt zuzuhören? Ja. Die moderne Gesellschaft mit den Massenmedien. Entschuldigung. Bitte fahren Sie fort. Wie kann moderne, man die moderne Gesellschaft mit ihren Massenmedien und ihrer Reduktion sozialer Interaktionen. Das war es auch schon wieder bei uns, war Professor Elmar Kohlhase, Autor des Buches So gelingt Kommunikation. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Und das führt dazu, dass niemand dem anderen mehr zuhören will. Ja, ja. Wilhelmshaven. Perle des Nordens. Hier befindet sich Jordis und Hardis Hafenkneipe. Das heißt Jordis und Hardis Hafenkneipe. Naja, wie auch immer. Die kleine Hafenkneipe hat jedenfalls alles, was eine Hafenkneipe braucht. Außer gutem Essen und Gästen. Hardi. Hardi. Was? Was ist das? Hardy, ich weiß es nicht. Buddha bei den Fischen. Ja, was mir jetzt nicht so gefallen hat an Ihrer Sendung ist, dass ich nicht darlegen konnte, Nina, wie ich mein abschminken jetzt? Strukturiert ja, okay. Habe. Dann also, kannst du vielleicht Thomas fragen, dass er mir den Ton noch wegmacht. Das wäre gut. Ja. Nee, ich komme einfach. Ja, alles klar. Kommunikation gut. Ist ja ein wichtiger Teil. Als ja, bei, ja, ja. Feature Burns und Dirty Pets on. Sie besiegen jeden Unhalt. Fiete Burnsen und Dörte Petzold. Lass die beiden dein Freund und Helfer sein. Hamburg, St. Pauli, Perle des Nordens. Hier arbeiten die Polizisten Fiete Burnsen und Dörte Petzold. Heute hat ihr Chef einen wichtigen Auftrag für sie. Wir haben einen Tipp gekriegt, dass in einer alten Fabrik im Industriegebiet eine Waffenschmugglerbande ihr Depot eingerichtet haben soll. Ihr findet raus, ob das stimmt, damit wir dem Sondereinsatzkommando Bescheid geben können. Sind die bewaffnet? Bewaffnet? Waffenschmuggler? Ach was. Die schmuggeln doch die Waffen. Die benutzen die doch nicht. Sonst hieß es ja auch die Waffenbenutzer und nicht die Waffenschmuggler. Natürlich sind die bewaffnet! Also, äußerste Vorsicht. Keine Angst. Wir passen schon auf. Da kann überhaupt nichts passieren. Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Ja, wo soll ich anfangen? Als du gesagt hast, komm, Dirty, wir gucken mal durchs Fenster, uns wird schon keiner bemerken. Oder als du gesagt hast, oh, Dirty, ich glaube, der Typ ist allein, den schnapp ich mir. Aua, aua, Hilfe, Hilfe, aua, meine Nieren. Oder als du gesagt hast, hey, pass mal auf, hinter der Tür steht noch mal einer. Ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Warte mal, ich glaube, ich komme aus den Fesseln raus. Hab's gleich. Was denn da, Dirty? Ich gucke mal zur Tür. Dann kommen die rein, stolpern über uns, knallen auf den Boden, werden ohnmächtig und wir können fliehen. Ach so, Killefit, brauchen wir nicht. Ich komme gleich aus den Fesseln raus. Warte mal, ich hab's gleich. Also die zwei, das sind echt die dümmsten Bullen, die ich hier. Ach so. Na, dann haben Sie es wieder mal geschafft, Burnsen. Auch wenn Sie wieder einmal mehr viel zu draufgängerisch waren.
Naja, ich dachte mir, sich gefangen nehmen zu lassen, ist die beste Möglichkeit, näher an die Typen ranzukommen. Und die beiden dann zu überwältigen, war ein Kinderspiel. Ich bin beeindruckt. Sagen Sie, soll ich Ihnen jetzt nicht die Fesseln mal aufschneiden? Nee, ich hab's gleich. Moment. Ich muss mal auf Klo. Na, dann aber schnell. Lütjenburg, Perle des Nordens. Hier im Arbeitsamt bekommt jeder Arbeitssuchende einen neuen Job. Oder zumindest einen Termin bei Jobvermittler Roland Böttcher. Was sagst du? Nein, boah, hier ist wieder jede Menge los. Na klar, wie immer. Ja? Oh. Du, ich muss Schluss machen. Tschüss. Moin, moin. Moin, moin. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Schlüter? Hab ich Ihnen nicht gerade erst letzte Woche einen neuen Job vermittelt? Jojo, aber ich würde lieber wieder in meinem alten Beruf arbeiten. Herr Schlüter, das haben wir doch alles schon besprochen. Sie waren zwar jahrelang Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt. Jojo, bei Aale Schlüter gab es immer beste Ware zum fairen Preis. Ich hab die Aale nicht für 20 rausgehauen, nicht für 90, nicht für 18. Ich hab ja, die Aale ja, für... Ja, Herr Schlüter, ja. Aber durch die Überfischung sind immer mehr Meere leer. Und das heißt in Ihrem Falle alle Aale alle. Was ist denn Ihr Problem mit Ihrem neuen Job? Na, irgendwie waren die nicht mit mir zufrieden, nicht? Obwohl, ich hab mich da voll reingehängt. Jo, wer will noch mal? Wer hat noch nicht hier den dicken Günter Grass? Den gibt's nicht für 30 Euro, nicht für 20 Euro, nicht für 10 Euro. Nee, bei Bücherschlüter gibt das hier den Grass für 9,80 Euro. Der nimmt mit. Und wenn das noch nicht genug ist, lege ich noch 2 Pfund Reklamhefte drauf. Hier, Büchner, Schiller, Euripides und wie sie alle heißen, hier, nimm mit. Alles klar. Ich verstehe. Oh, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Na gut, Sie haben Glück. Gerade heute ist noch eine Stelle frei geworden. Das wäre vielleicht was für Sie. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie Ihren alten Job hinter sich lassen. Ja, na klar. Jo, bei mir gibt's nicht eine Schaufel Erde mit ins Grab. Bei mir gibt das nicht 2 Schaufeln Erde ins Grab. Nee, bei mir gibt's einen ganzen Tanklaster voller guter Muttererde. Und da gibt es noch die Schaufel mit dazu und die Schubkarre legen wir nach oben drauf. Und den Großonkel lege ich noch dazu. Ist das was? Jeden Tag freuen sich die norddeutschen Männer über die norddeutschen Frauen. Erfunden wurden die Frauen im Jahr 1912 am Fraunhofer Institut für angewandte Materialforschung in Bremen. Herzlich willkommen zu Starke Frauen im Norden. Heute mit Helga Wilma Hartwigsen. Frau Hartwigsen, schön, dass wir hier sein dürfen. Die große Sturmflut 1962. Sie sind ja damals in einem Waschzuber zu einem Waisenhaus gepaddelt, wo 25 Kinder auf Rettung warteten. Woher nimmt man da den Mut? In so einer Situation, da denken doch viele nur an sich selbst. Aber Sie? Aber ich habe natürlich nicht nur an mich selber gedacht, sondern auch an den Wagen. Mein Opel. Sein Opel? Kadett. Ja, richtig, ein Kadett war das, kein Opel. Richtig. Wie ging es dann weiter? Sie sind also zum Waisenhaus gepaddelt? Genau, und in der Situation war ich dann alleine mit dem Wagen. Ich meine, der war ja nagelneu, mit Innenleder. Wenn da Wasser drankommt, dann ist Daddeldu. Dann ist Daddeldu. Sie bekamen damals den goldenen Siebeking für besondere Verdienste. Nur mit Ihrer Hilfe gelang ja die Rettung. Das ist richtig. Ich habe ganz allein die freiwillige Feuerwehr angerufen, habe denen gesagt, das Invalidenheim, das könnt ihr noch später evakuieren, die laufen euch ja nicht weg. Die laufen nicht weg. Ja, und mit Petersens Trecker haben die dann den Wagen in allerletzter Sekunde auf den Billwerder Deich gezogen. Das Wasser stand schon bis zur Radkappe. Bis zur Radkappe stand das, ja. Ich meine, da stecken unsere ganzen Ersparnisse drin. Ganzen Ersparnisse? Also die von meiner Frau. Ja, die von mir, ne? Du warst ja arbeitslos. Jetzt lass doch die Frau Reporter mal ausreden, du Sabbelschnute. Ich Sabbelschnute. Frau Hartwigsen, Senator Helmut Schmidt wollte Sie ja dann zu einem Empfang ins Rathaus einladen. Ja, aber das klappte ja nicht, weil Helga musste ja den ganzen Schlick vom Wagen wegmachen, um zu gucken, ob da nicht ein Kratzer drin ist. Ja. Ja, war aber keiner drin. War keiner drin, nee. Na gut, ein Kratzer war drin, hat wahrscheinlich meine Frau reingefahren. Wahrscheinlich selber reingefahren, ja. Weil du hast ja keinen Führerschein, ne? Du bist ja dreimal durch die Prüfung gefallen, ne? Gefallen?